Hallo und herzlich willkommen hier zur vierten Folge von Trade to Dybala. Und letzte Episode haben wir mit 84.000 Coins abgeschlossen. Das bedeutet, dass wir 84.000 zu investieren haben und wir haben 80.000 investiert für folgende Spieler. Und zwar einmal Viti gekauft für 1.500, verkaufen wir für 2.000 Coins. Tambo gekauft für 1.100, verkaufen wir für 1.600 Coins. Der russische ZDM habe ich gekauft für 600, den verkaufe ich für 4.700. Velasquez habe ich gekauft für 2.500, biete ich an für 6.300. Silver habe ich gekauft für 3.600, biete ich an für 4.800. Diallo habe ich gekauft für 400, biete ihn an für 2.300. Roniel habe ich gekauft für 3.200, biete ihn an für 3.600. Und De Jesus habe ich gekauft für 550 und biete ihn an für 1.500. Des Weiteren habe ich Minhoka gekauft für 1.500 und biete ihn an für 1.800, Silver für 400 und biete ihn an für 2.000, Douglas für 3.700 und biete ihn an für 4.700, Xavier gekauft für 400 und biete ihn an für 1.400, Ricardo gekauft für 1.000, verkaufe ich für 1.700, Hugo Ventura gekauft für 600, verkaufe ich für 1.800, Mikael gekauft für 350, verkaufe ich für 1.500, Bukia gekauft für 400, verkaufe ich für 600, Sanja gekauft für 450, verkaufe ich für 1.200, Kaká gekauft für 600, verkaufe ich für 1.800 und Palhinha gekauft für 2.900, verkaufe ich für 3.900. Des Weiteren habe ich hier noch einen Roniel, den ich für 2.000 gekauft habe und biete ihn für 3.200 an. Auf der zweiten Seite biete ich nun Correa an, habe ich gekauft für 650 und biete ihn an für 3.500. Silver für 750 gekauft, biete ich an für 2.300. Uchebo habe ich gekauft für 400, biete ihn für 850 an. Boateng habe ich für 550 gekauft und biete ihn für 700 an. Gerso habe ich für 600 gekauft und biete ihn für 950 an. Den nächsten Viti habe ich gekauft für 850 und biete ihn für 2.000 an. Osei habe ich gekauft für 550 und biete ihn für 750 an. Listsov habe ich gekauft für 1.400 und biete ihn für 2.000 an. Zen habe ich gekauft für 3.000 und biete ihn für 5.300 an. Und Baseljuk habe ich für 750 gekauft und biete ihn für 1.300 an. Auf der nächsten Seite biete ich nun Diallo an für 1.000 gekauft, biete ich an für 2.000, Defendi gekauft für 2.500, biete ich an für 3.500, Capela biete ich an für 3.200, Schons gekauft für 600, biete ich an für 1.600, Diakite gekauft für 2.500, biete ich an für 2.800, Rosell gekauft für 2.700, biete ich an für 5.600, Roberto gekauft für 450, biete ich an für 850, Correa gekauft für 3.400, biete ich an für 3.200, mache ich 200 Coins Verlust, Kaleisa oder wie der heißt, habe ich für 650 gekauft und biete ihn an für 900 und Garcia gekauft für 3.000, biete ihn an für 3.300. Nun seht ihr noch auf dem Bildschirm, wie ich die restlichen Spieler anbiete. Ich habe die alle erboten oder per Sofortkauf gekauft, also gesniped. Und zwar fürs Bieten gebt ihr Silberspieler, portugiesische Liga an und 450 maximal Bietpreis. Dann, sobald ihr einen Spieler habt, bietet ihr drauf bis zu 500 und dann geht ihr auf Preisvergleich. Guckt, wie ungefähr der teuer ist, weil wenn ihr nicht bietet, habt ihr keine Chance, alle möglichen auf eure Beobachtungsliste zu bekommen und die dann alle zu ergattern. Dann sucht ihr halt den günstigsten Sofortkauf raus. Guckt euch an, wie viel ihr maximal bieten wollt. Ich würde immer so nach den 5% EA-Tax noch 300 runtergehen, dass ihr auf jeden Fall 300 Coins Profit macht. 300 Coins. Und ich habe hier richtig gute Deals rausgehauen, wie ihr gesehen habt. Und ich hoffe, der Trick klappt für euch. Lasst auf jeden Fall mal eine Bewertung da. Sagt mir in den Kommentaren, ob ihr diesen Trick angewendet habt. Und jetzt gleich seht ihr, ob sich alles verkauft hat. Wie ihr jetzt seht, habe ich 137.888 Coins. Somit hat sich alles verkauft. Dieser Trick hat super geklappt. Das war wirklich unglaublich. Ich habe noch nie so viel Profit in einer Trading-Session gemacht. Ich habe dafür wirklich eine Stunde investiert, um die Spieler zu kaufen und zu verkaufen. Ich habe sie einmal reingestellt und beim ersten Mal haben sich alle verkauft. Das ist wirklich unglaublich. 137.000, Dybala war zu dem Zeitpunkt ungefähr bei 200.000 und jetzt ist er gesunken, der wird hoffentlich die Tage auch noch sinken, sodass nächste Episode dann das Finale ist und ich hoffe, dass ihr diesen Trick wirklich angewendet habt, dass die Spieler sich bei euch auch so gut verkaufen wie bei mir. Dann habe ich wieder investiert, Afonso habe ich gekauft für 1.000, biete ihn an für 1.700, Makridis habe ich gekauft für 200, biete ihn an für 900, Franzergio habe ich gekauft für 400, biete ihn an für 550. Otavio habe ich gekauft für 400, biete ihn an für 650. Mercado habe ich gekauft für 250, biete ihn an für 550. Cassio habe ich gekauft für 400, biete ihn an für 550. Lima gekauft für 150, biete ihn an für 400. Baseljuk für 200 gekauft, biete ihn an für 1300. Piojo gekauft für 450, biete ihn an für 800. Baiano gekauft für 400, biete ihn an für 800. Insigne gekauft für 4.500, biete ihn an für 5.100. Terry gekauft für 5.500, biete ihn an für 5.800. Und dann haben sich schon Afonso, Otavio, Lima und Mercado verkauft.
Währenddessen habe ich noch einen Peters gekauft für 750, biete ich an für 850. Einen Robertson gekauft für 750, biete ich ebenfalls an für 850. Und dann einen Dembele in der Positionsgewechselkarte schon drauf, habe ich gekauft für 7200 und biete ihn an für 7600. Hier habe ich noch einen Rashford gesniped für 9000 und biete ihn an für 9700 Coins. Nun hat sich wieder alles verkauft und ich habe einige Mertens in der Links-Mittelfeld-Position gesniped für maximal 4500 Coins. Der günstigste war glaube ich 3500, den ich gesniped habe, und ich biete die alle immer so zwischen 5000 und 5600 Coins an und somit verkaufen die sich auch alle. Eine Stunde später bin ich wieder online gekommen und alle Mertens haben sich verkauft. Ich habe somit 148.000 Coins und jetzt seht ihr auch noch, wie viel Coins ich laut der Statistik Profit gemacht habe. Laut der Statistik haben wir einen Transfererlös von 190.000 Coins und nach 4 Episoden jetzt ist das echt der Wahnsinn. Ich habe die Episode jetzt extra so lange gemacht und so viele Trading Sessions reingepackt, weil damit wir nächste Episode fertig werden und das Finale machen können. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst wie immer ein Like da. Ich bedanke mich bei 100 Abonnenten. Das ist echt geil. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell die 100 Abonnenten erreiche. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, abonniert mich. Ich bin raus. Haut rein, Leute. Ciao.